Ja, und damit steigen wir auch schon in unser Thema ein. Gerade in Krisenzeiten hat sich unser Rechtsstaat ja als Stabilitätsanker erwiesen, nicht nur in der Flüchtlingskrise 2015, sondern jetzt auch ganz aktuell in der Corona-Pandemie. Die war und ist natürlich ein Stresstest für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat, den er aber bislang gut gemeistert hat. Herr Huber, warum ist das denn so? Warum funktioniert der Rechtsstaat gerade in solchen Krisenzeiten besonders gut? Ja, wie soll ich damit anfangen? Zunächst mal möchte ich schon erwähnen, dass ich froh und glücklich bin, hier in der Bundesrepublik Deutschland in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu leben und nicht in China. Da werden wahrscheinlich möglicherweise, wenn die Zahlen so richtig sind, die ja, Corona-Infektionen, die Corona-Belastungen für die Bevölkerung im gesundheitlichen Bereich vielleicht etwas günstiger als bei uns. Aber ansonsten werden natürlich die Freiheitsrechte wesentlich mehr eingeschränkt. Und zu dem freiheitlich-demokratischen Grundprinzip gehört natürlich das Rechtsstaatsprinzip und Teil des Rechtsstaatsprinzips ist, dass die Verwaltung und jeder, der eingreift in Rechte des Bürgers, ja, sich damit mit dem Recht auseinandersetzen muss, das wieder festgelegt ist durch die Legislative, einerseits durch die Verfassung und die Gesetze und Maßnahmen und Eingriffe können nur vorgenommen werden, wenn gesetzliche Grundlagen, die wir vorhanden sind. Allein das Bestehen von Regeln für so ein Verhalten wie eine Krise sind schon mal wichtig. Und zum Zweiten ist es wichtig, dass sich die handelnden Personen in der Regel, und das sind die Verwaltungsbehörden, das sind vor allem die Gesundheitsämter, das ist die Polizei dann auch, sich an die Regeln auch hält. Und die dritte wichtige Sache ist natürlich, dass dann eine Kontrolle stattfindet, für das die Einhaltung der Regeln, und das ist die Justiz, das ist die Justiz im weiteren Sinne, die Rechtsprechung bestehend aus der sogenannten ordentlichen Justiz mit den Zivil-, Straf- und Familiengerichten, den Arbeitsgerichten, vor allem aber auch aus den, zu den, bei den Verwaltungsgerichten und in der oberen Etage mit den Verfassungsgerichten. Das sind die Bereiche, die kontrollieren, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das System in den letzten 1,5 Jahren, auch im Hinblick auf Corona, gut funktioniert hat. Nicht jede Entscheidung war vielleicht auch für jeden plausibel und richtig, aber dafür gibt es eben ein Rechtssystem mit erster und zweiter Instanz. Dafür gibt es die Möglichkeit, zum Verfassungsgericht zu gehen. Letzten Endes ist das System gut und hat funktioniert. Sie haben es gerade schon gesagt, im Großen und Ganzen hat das System funktioniert. Also nicht, ja gut, 100% gibt es selten, aber nicht ganz zu 100%. Deswegen möchte ich die Frage gern auch quasi nochmal andersrum stellen. Frau Tietz, haben Sie vielleicht jetzt in dieser Krise auch Schwachstellen gesehen am deutschen Rechtsstaat? Irgendwelche Punkte, an denen es noch hakt? Aus meiner Sicht liegen die Schwächen und Probleme, die sich vielleicht allgemein in der Bewältigung von Krisensituationen im Staat immer wieder zeigen und die wir ja jetzt in den letzten 1,5 Jahren im Rahmen der Corona-Pandemie auch selbst erlebt haben, nicht im Rechtsstaat begründet, sondern allenfalls in den Personen, die im Rechtsstaat handeln. Was den Zustand unseres Rechtsstaats angeht, da kann ich mich der Beurteilung von Herrn Dr. Huber nur anschließen. Unser Rechtsstaat ist stabil. Er hat, und das ist ein großes Prä und nicht selbstverständlich, nicht einmal innerhalb Europas selbstverständlich, er hat funktionierende Strukturen, er hat ein ausgewogenes System von gegenseitiger Kontrolle auch zwischen den drei Gewalten, die es verhindern, dass eine von ihnen unkontrolliert zu viel Macht an sich ziehen kann. Wenn es trotzdem jetzt in den Zeiten der Pandemiebekämpfung bisweilen im Getriebe geknirscht hat, dann lag das eher an den Protagonisten vor Ort. Denken wir an die Politiker, die sich gefühlt stündlich manchmal mit immer neuen, immer widersprüchlicheren Aussagen an die Öffentlichkeit gewandt haben und Schreckensszenarien an die Wand gemalt haben, die sie vielleicht schon in der nächsten Woche, von denen sie schon in der nächsten Woche nichts mehr wissen wollten. Dann denken wir an die beispielsweise die
Maßnahmen, die teilweise vor Ort getroffen wurden, also zum Beispiel während des ersten Lockdowns, wenn da Rentner von Parkbänken verscheucht worden sind, auf denen sie alleine gesessen haben, wenn Gruppen von Jugendlichen manchmal regelrecht Jagd gemacht worden ist, weil sie sich nicht Corona-konform, aber doch mit überschaubarem gesundheitlichen Risiko irgendwo auf einem Spielplatz getroffen haben, um der Isolation zu entgehen. Denken wir aber auch beispielsweise an die Nachbarn, die sich gegenseitig angezeigt haben, weil bei dem einen die Mutter 80 geworden ist und dann alle Kinder zu Besuch gekommen sind, obwohl es die strengen Kontaktbeschränkungen gab. Also damit will ich sagen, solcher Sand im Getriebe war es ja, der die Menschen verunsichert hat, der die Menschen auch teilweise wütend gemacht hat. Und das zeigt nicht eine Schwäche unseres Rechtsstaats, sondern eine Schwäche des Einzelnen, dass er eben auch in Krisenzeiten menschlich mit Augenmaß und Weitsicht handelt.